Thorsten und Katrin haben das größte Problem beim Sprinter gelöst. Ja, ich grüße dich einmal, Thorsten. Hallo. Und die wunderschöne Katrin. Ich zeig gleich mal. Hallo Katrin. Ihr seid aus Thüringen. Ja, sind wir. Genau. Es gibt in Thüringen nicht nur gute Wurst, sondern auch hervorragendes Bier. Habt ihr das Bier selber mitgebracht? Ja, natürlich haben wir das Bier selber mitgebracht. Zeig mal bitte. Ja. Das ist hier vorne. Ihr habt nämlich ein Bierfass mitgebracht. Ja. Das ist total cool. Und ihr habt eine Zapfanlage in einem Sprinter an der Seite. Und zwar an der Stelle, wo sie normalerweise gar nicht hingehen kann. Denn da ist nämlich normalerweise eine Schiebetür und da ist es eine Zapfanlage drin. Ich werde gleich noch ein Bier trinken bei euch. Aber das Besondere ist, das ist hier diese Tür. Ihr habt die Schiebetür vom Sprinter einfach ausgebaut und habt ein wahrscheinlich GFK-Element entwickelt. Genau, das haben wir getan. So, und habt jetzt eine normale Tür reingemacht. Der Vorteil ist, du hast viel mehr Platz. Ja, wir haben viel mehr Platz. Wir haben auch eine breite Wohnmobiltür genommen und eine recht hohe. Ja, genau. Ihr habt ein weiteres Problem gelöst, nämlich hier vorne. Ihr habt eine ultra breite Backe gemacht, damit du quer schlafen kannst. Und jetzt hast du auf einmal einen Platz wie beim Fiat Ducato, oder? 2,07 m × 1,40 m. Nochmal, als Querschläfer? Yes. So, und das Ding ist 6,40 m? Was hat er hier? Das hat 6,80 m. 6,80 m ist die Länge. So, ich zeig mal gerade, dass es oben dran ist. Dann ist eine Dachreling, die habt ihr selber gemacht? Jawohl. Ja, Dachreling habt ihr gemacht. Diese Tür allein schon, das ist so sensationell, dass die ganzen Leute hier auf der Ausstellung Abenteuer Allrad hier stehen geblieben sind und haben gesagt, warum ist da bisher noch niemand auf die Idee gekommen? Genau, ist noch niemand auf die Idee gekommen und alle brauchen ein Stück, bis sie merken, was wir eigentlich getan haben. Ihr habt was ganz Schlimmes gemacht. Ihr habt dieses Fahrzeug so verunstaltet, so schlimm kastriert, sage ich jetzt mal, dass ich sofort kaufen würde. Weil nämlich alle Nachteile habt ihr beseitigt, die man als Camper hat. Nämlich diese Schiebetür raubt dir jeglichen Platz im Innenraum. Ja? Und das ist jetzt weg. Und den Nerv des Nachbarn. Ja, den Nerv des Nachbarn. Jedes Mal macht es Klong und Klack und keine Ahnung. Es fällt gar nicht so auf, muss man sagen, oder? Genau. So, schön heißt, integriert. So, ich zeig's mal gerade. Das ist die Sprinterflucht. Das heißt, er ist nicht breiter wie vorher oder nicht wesentlich breiter. Minimal breiter. Diese Tiefe, das sind 5 cm. Ja. Plus Backen dann halt. Das ist halt. So, Buscamp aus Thüringen. Das muss man eigentlich kennen, oder? Das sollte man kennen, ne? So, ihr seid die ganz Innovativen. Da vorne ist es. Ihr habt noch eine zweite Besonderheit. Die ist zwar nicht auf der Messe, aber die habt ihr hier schon mal ausgedruckt. Ihr werdet, guck mal gerade, ob ich es abfilmen kann, einen Bus bauen, der da. Mit einem riesengroßen Fenster hinten. Das bedeutet, ihr habt einen Panoramabus gebaut als Camper. Sowas hat noch nie einer gemacht. Ihr habt die ganze hintere, ich sag mal, Seitenwand erstmal mit eurer tollen Tür, die ihr versehen habt, und mit einem riesen Fenster hinten. Wann soll der kommen? Der kommt auf jeden Fall, ist sichtbar in Düsseldorf auf dem Caravansalon. 22. Yes. Okay, also jetzt dieses Jahr. Genau. Das ist die Sicht von hinten. Das heißt, die Backen, da hat man sich ja langsam dran gewöhnt. Aber nochmal die Bettmaße. 2,07 m × 1,40 m. Preis von dem Fahrzeug, wie es hier steht? Das Auto, wie es hier steht, sind 223.000 Euro. Okay. Allrad? Die Basis, Allrad, Mercedes, 6-Zylinder. Ja, es gibt ja keine mehr. Doch, hier steht ja einer. Einer? Ja, wir haben auch noch welche. Du hast auch noch welche da. So. Genau. Wie hast du das gemacht? Wen hast du da bestochen? Niemand. Das heißt, sachlich, du hast früh genug sachlich, geordert. Sachlich, pünktlich bestellt. Und ein bisschen Glück war auch dabei. So, das heißt, du hast noch 6-Zylinder Allrad da, so muss man sagen. Länge ist nochmal von dem 6,80. Die 6,80, genau. Gut, das ist eine einigermaßen gute Länge, denn das Thema Radstand, das merkst du gar nicht, oder? Das ist genau zuschaltbarer Allrad, no. Also das kommt auch noch mit hinzu. Das heißt, du kannst den Allrad komplett abschalten. Er ist hochgradig geländegängig, er hat, glaube ich, eine Sperre. Ja. Das ist so. Ich hatte ihn mal, also muss ich dazu sagen, ich habe ihn verkauft, aber es war ein ganz tolles Auto. Das ist eine Eigenkonstruktion hinten? Selbstverständlich. Ja. So, da hinten, da könnte man auch die Zapfanlage draufstellen. Hier steigt man hoch. Ja. So, da oben geht's hoch. Das ist multifunktionell. Diese ganzen Löcher, die haben alle eine Bedeutung. Da passt einfach eine Schlossschraube rein. Mhm. Damit muss ich gegen das Verdrehen nicht weiter sichern. Verstehe. So, und hier unten, das ist ja witzig, du hast ja sogar Platz gelassen für den Griff und den Mercedes-Stern. Ja, darf ja ruhig aufgehen, die Tür, oder? Das stimmt. So, das Delta-Rad hast du hinten dran gemacht, auch genau. Da hast du eine spezielle Halterung entwickelt. Genau. Originalschrauben? Originalschrauben. Ja, man muss halt ein paar Sachen, man drückt sonst die Heckklappe so sehr rein, aber da haben wir ordentlich beigelegt. Mhm. Also passt. Wirklich auf... Wir haben aufs Detail geachtet. So, komm, wir gehen mal rein. Deine Frau ist wirklich eine ganz tolle. Die hat direkt mir
ein Glas Bier in die Hand gedrückt, obwohl ich ja heute noch fahren muss. Aber es war so heiß. Die Tage sind auch heiß im Moment, oder? Ja, sind die sehr. Es war schon strapaziös, diese Wärme dieses Jahr. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Wir gehen mal rein. Das da unten wäre das Gasfach. Ja. Es steht auf Gas komplett oder nur zum Kochen? Nur zum Kochen. Okay, der Rest ist Diesel. Genau. So, und dann Gas ist halt teuer, haben wir Bier genommen. Okay, haben wir Bier genommen. Die Thüringer. Wow! Ich fasse es ja nicht. Ganz anders wie alle anderen Grundrisse. Und ein Platz. Warte, ich zeig's mal gerade. Nee. Ruhig mal zulassen. Okay. Weil das Problem ist, wenn du die Tür aufmachst, dann ist so der Gesamteindruck, der ist dann kaputt, ja, weil die Leute drin wohnen. Der Blick dafür. Ja, es ist so, der Innenraum, der ist so groß, der ist so abartig groß, muss ich sagen, wie ich das von Sprinter noch nie gewohnt bin, oder? Genau so ist es. Weil auch diese Bettfläche rechteckig ist. Es muss niemand beim Schlafen verrücken. So, und hier ist normalerweise die Schiebetür im Weg. Das heißt, du hättest hier gar nicht den Platz, um so eine tiefe Küche zu machen. Das geht gar nicht. Richtig. Du kannst durchgehen beim Sprinter. Ja. So, ihr habt ein extra Klo gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen an die First Class vom Flugzeug so ein bisschen. Ja. Dann habt ihr ordentliche Oberflächen. Was ist das für ein Holz? Das ist alles, das ist eine Birke und Oberfläche ist HPL-Beschichtung. HPL, damit es ewig hält. Genau. So, mach mal auf. Da habt ihr das gute Dometic-Kochfeld, natürlich. Zwei Felder, du kannst abwischen drin. Genau. Hat sich bewährt. Mehr als zwei, da kannst du einen großen Topf draufstellen. Alles pragmatisch. Das heißt, man kann auch rausgehen und kochen, ne? Ja, dafür die Ablagen hinten an der Hecktraverse. So, jetzt kommt's. Das ist der Querschläfer. Ich brauche deine Frau. Ich brauche dich mal als Model hier. Ja. Das ist so. Ich schlafe hier drin, habt ihr noch da drin geschlafen? Natürlich. Ging es denn von der Witze? Von der Hitze? Bei der Wärme ist das gut. Ja. Aushaltbar. Wir haben ja diese Seitenfenster, die wir alle öffnen können nachts. Mhm. Und von daher ist das gut möglich. Man kann auch hinten auflassen hier. Da ist noch Stauraum, kannst du durchladen. Und drunter ist wahrscheinlich Tanks und so. Ja. Okay. Tanks in der Elektroabteilung. So, wenn du dich mal reinlegst, bitte, mach mal. Schuhe ausziehen, bitte. Jetzt hat ihr nicht gewusst, dass ich das verlange. Aber ich brauche irgendein Model, brauche ich. Weil man muss die Länge einfach mal zeigen. Weil sowas ist niemand gewohnt im Sprinter, oder? Weil so starke Backen, du bist ein Stück weit rausgegangen. Aber es ist gar nicht so viel. Aber so viel Platz hat noch nie einer gehabt, ein Sprinter. Ein Querschläfer. Zeig mal. Boah, ist das ein geiler Grundriss. Du liebst deinen Mann? Ja, sehr. Der ist ein guter Handwerker, oder? Ja, yes. Ich zeig das mal gerade. Ungefähr Lieferzeit, wenn ich ihn haben will, was denkst du? Acht Monate. Auch als V6? Ja. So, das ist natürlich schon eine Ansage, aber man muss sagen, das Basisfahrzeug allein kostet ja schon, glaube ich, über 100, oder? Genau, das ist das Problem. Wo ist es? Das ist das perfekte Model, deine Frau, muss ich sagen. Liegequalität, was ist da drunter von der Matratze? Was hast du? Eine ganz normale Schaummatratze. Da kann man die Qualitäten alle anpassen, wie jeder seine Bedürfnisse hat. So, und das ist wahrscheinlich noch aus Kaufmarkt. Nee. Du hast ein Staufach dahinter? Ja, klar. Zeig mal. Aufmachen. Warte mal. Staufach haben wir da. Hast du Spielzeuge noch drin? Staufach da. Ja. Staufach da. Wie bei der Mutti früher. Natürlich. Ist das genial. Das heißt, du hast eine richtige Exits-Gruppe wie zu Hause. Und der Tisch, wo ist der? Ja. Zeig mal. Schau her. Den kannst du einfach rausziehen. Sieh. Ey, da muss ein Thüringer erstmal drauf kommen, muss man sagen. Die Deutschen haben das nicht, die ganzen Wessis haben das nicht hinbekommen, oder? Das will ich so nicht sagen. Also ich bin froh, dass wir so wunderschön konstruiert haben, ja. Meine ganze Mannschaft so stark Hand angelegt hat und jeder seine Erfahrung hier einbringen konnte. Was ich auch toll finde, das Holz, es ist nicht so zugebaut. Du hast eine offene Blickachse, du hast unglaublich viel Platz. Ja. Gut, du hast auch eine hübsche Frau, also ich zeig das mal gerade. Hier hinten hast du überall Ablageflächen, die sind offen. Du hast die Tür genutzt, alles ist lüftend, die Durchlüftung ist klasse, oder? Ja. So, du kommst natürlich mit dem Auto überall hin, ja. Wo wart ihr schon im Urlaub überall? Mit dem Auto waren wir noch nicht im Urlaub, weil wir das haben wir erst kurzfristig fertiggestellt. Ach, der Mist ist, wenn man die Dinger baut, hat man keine Zeit mehr, oder? Ja, das ist natürlich auch so. Man muss sich entscheiden. So, ich setze mich mal hin. Wir sind jetzt das Ehepaar. Hallo, Thorsten. Was gibt's noch zu essen? Was heute zu essen gibt? Also ja. Wir werden heute Heimreise antreten. Wir haben heute reichlich bei Firetube im Nachbarstand, unser Gemeinschaftsstand, Essen zubereitet. Und das haben wir heute den ganzen Tag essen dürfen.
So, ich zeig mal gerade, da vorne ist die Küche. Bitte mal den Tisch rausfahren, lieber Thorsten, dass wir das mal sehen. Auch das funktioniert. Also das ist eine tolle Idee mit dem Tisch, oder? Ja, ist es, absolut. Der ist überhaupt nicht im Weg, du kannst ihn rausziehen. Nein, man kann auch arbeiten hier. Wir müssen nur wählen, wer möchte rausgehen. Wer soll noch was holen? Kannst aber ein Stück kann man ja offen lassen. Es langt ja auch ein halber Tisch. Das würde ja auch genügen hier, um ein Müsli oder einen Kaffee zu trinken oder so. Genau. So, dann bleibt das offen. So, der Kühlschrank, da habt ihr wirklich einen tollen Kühlschrank gewählt, einen Kompressor. Ist er leise? Ja. Also wir haben jetzt drin geschlafen, also es funktioniert. Mach mal auf bitte. Ich will mal sehen, was so Thüringer alles mitnehmen. Nicht mehr viel. Wasser. Da ist nichts mehr drin. Das ist der Rest, das restliche Bratgut und ein Wasser auf der Heimfahrt. Wie ist das mit den Schränken? Wie funktioniert das? Ziehen oder? Einfach ziehen. Ja. Und wir haben dann richtige Scharniere. Und wenn sie zu sind, sind sie zu. Die sind zu. Und da vorne ist so ein wahrscheinlich kleiner Nippel, dass nichts rausfallen kann. So richtig? Kante. Wir haben die Kante angesetzt hier. Okay, jetzt zeig mal. Wenn du mal gerade mit dem Finger so runter gehst. Ah, kann nichts rausfallen, gell? Nee. Gott. Ist ja mal bei Küche, da kommt dir die halbe Küche entgegen. So, ja, Schrank, was habt ihr da drin? Mülleimer? Schrank, Töpfe, Pfannen, was alles rein kann und muss. Was ist das, ein Mogel-Mercedes? Alle denken, das wäre ein kleiner Mercedes, dabei hast du ein vollwertiges Wohnmobil. Guck her. Auch eure Bier. Naja, man muss ja was mithaben. So. Wir sind ja gastfreundlich. So, hier vorne ist das Besteck? Das ist Besteckkasten, alles. Alles haben wir jetzt natürlich zweckentfremdet eingesetzt für die Messe. So. Kleinen Kleiderschrank. Och, ist der schön. Niedlich. Finde ich auch toll hinten da dieses, warte mal, ich mache das Licht an, kann man es ein bisschen besser sehen. Da ist so Filz drauf, der sieht aber richtig aus, als wäre es in der Skihütte oder so. Das ist so ein Mix-Design, das heißt, ist so ein kleines bisschen Skihütte ist, oder? Naja, wir lieben Wintersport. Wintersport, das ist das nächste. Was ist bei euch das nächste Gebirge? Schneeberg? Naja, wir haben den Thüringer Wald. Gut, da liegt ja auch kein Erzgebirge. Ja, ansonsten müssen wir halt doch Richtung Bayern fahren oder nach Österreich. So, dann dürft ihr euch mal beide reinsetzen. Ich brauche mal gerade ein Fotofinish dafür. So, bitte mal rausziehen und so tun, als ob ihr euch lieb habt. Da müssen wir nicht so tun. Oh, ist das herrlich. Warte, ich gehe mal gerade ganz zurück, dass wir mal sehen, wie groß ist der Innenraum. Also das ist der ganze zur Verfügung stehende Raum auf nicht mal 7 Meter. Boah, und jetzt kommt das Klo, das Wichtigste von allen, denn deine Frau, die soll sich ja wohlfühlen, wenn sich die Haare föhnt. Das ist Position 1 der Waschzelle. Okay. Toilette zum Herausnehmen. Mhm. Wir lassen die Toilette gern die Kunden wählen. Okay, Trenntoilette, Verbrenner, egal. Genau. Okay. So. Wir können die Toilette rausnehmen und jetzt ist der Duschraum relativ überschaubar. Ja. Ne? Und da ja aber nur zum Duschen etwas Platz brauchen, ja, machen wir eins. Warte, ich gehe mal weg. Nein! Boah, der Mann ist ja ein Fuchs. Tja, ja. Deshalb die roten Bänder. Die roten Bänder. Und dann? Ja. Oh, stopp, warte, falsche Kameraposition. Ich muss das von der Seite schießen. Mach mal. So. Thorsten Düsentrieb, sage ich nur. Und jetzt habe ich eine Duschkabine. Ja, von? 70 x 80 cm. Geh mal rein. So, du bist jetzt ein großes Exemplar thüringischer Produktion. Ja, gut, ich Produktion. Bin 1,90 m. Ja. Aber ich kann mich schon hier drin duschen. Natürlich stelle ich die Toilette raus. Mhm. Habt ihr hier drin geschlafen? Ja. Und auch hier duscht? Na klar. Okay, und das ging. Hast du was gerochen? Zunächst nicht. Warte mal, ich guck mal. Da vorne habt ihr richtige Beschläge drauf gemacht, das ist schön. Ja. Ich hab den schönen V6, an dem du ja, ich sag mal, ganz normal drangekommen bist, wie du gesagt hast, weil du genug bestellt hast zur richtigen Zeit, richtig? Genau. So ist das. Schön. Also mich habt ihr überzeugt. Tolles Gimmick ist natürlich die rausziehbare Tür. Ist der Boden jetzt für den Messebetrieb? Ja, wir haben einfach wir nennen das Kokosteppich, ja, weil er robust ist. Wir waren zuletzt messen, wenn es dann feucht hergeht und so. Das ist feucht hergeht. Naja, so, damit der Wagen nicht beschädigt wird. Naja. So ist das. Also mich habt ihr überzeugt, da ist Solar drauf. Ich guck mal gerade, Charge Control mit allem drum und dran. Habt ihr Strom hier dran gehabt, Landstrom? Ja. Ja. Das heißt, ihr konntet. Gut, Klimaanlage wäre jetzt nicht das Schlechteste gewesen, braucht man aber nicht. Das heißt, nachts wird es ja kühl. Ja, Tür auf, Fenster auf, fertig. So, komm schnell. Ich habe euch gesagt, wir müssen das Ding filmen. Also wenn ihr das haben wollt, Buscamp. Thorsten und, warte mal, TS. TS Buscamp. TS Buscamp. So, also TS und Buscamp. Das Ganze aus der Ort nochmal? Weida. In Thüringen. Weida in Thüringen. Also kauft ihm die Bude leer, TS Buscamp. Zwei vollkommen
Wahnsinnige haben den Mercedes-Benz endlich mal reisetauglich gemacht. Ja. Wenn es vorher, ich sag mal, die Westdeutschen nicht geschafft haben, dann müssen Thüringer kommen und müssen das machen, oder? 40 wahnsinnige Verrückte. Wir haben meine ganze Bande hat mitgeholfen, ja, und hat Ideen reingebracht. Genau. Also ist wirklich ein so. Ein ganzes Team. Und was hast du gelernt? Ich bin ein gelernter Werkzeugmacher und Maschinenbauer. Ja, habe ich mir gedacht. Danke. Tschüss, euch beiden. Ciao, ciao.